Ich bin hier auf der Aero 2018 in Friedrichshafen und freue mich ganz besonders, heute Lisa zu begrüßen, Repräsentantin von JMB Aircraft. Hallo, hallo Lisa. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Insbesondere freuen wir uns, euch Ende Mai auf der Airfair in Ganderkesee ebenfalls begrüßen zu dürfen. Ja, wir stehen ja schon tatsächlich vor unserem neuen Demo-Flugzeug, das wir auch auf der Airfair Ende Mai vorstellen dürfen. Wir haben dieses Jahr ganz neu da drüben das XL-Cockpit. Das heißt, dass auch jetzt größere Leute, so über 1,90, sehr bequem, gut Platz finden. Das war sonst immer noch nicht so der Fall gewesen. Da hat man mehr mit den Sitzen spielen müssen. Ja. Jetzt ist das noch bequemer letzten Endes. Ja, dann zeigen wir natürlich die neue Acryl-Design-Farben. Wir haben jetzt hier das Gelb-Graue, weiter drüben das Blau-Graue, sodass Kunden tatsächlich jetzt die Möglichkeit haben, auch ganz individuell ihr Flugzeug zu designen, egal welche Farben, egal welche Muster. Also das Design, Lisa, wird das in der Tschechei entwickelt? Das ist ja ein tschechisches Flugzeug. Richtig, richtig. Und sind die Belgier eigentlich da noch mit drin? Ist das immer noch so? Genau, also es ist tatsächlich so, dass die Eigner kommen aus Belgien, die haben dort auch ihren eigenen Flugplatz und die eigene Flugschule. Die Produktion findet seit jeher tatsächlich in Tschechien statt. Ja. Und dort wird auch jedes Design tatsächlich zusammen mit dem Kunden erst am Rechner erstellt und dann tatsächlich in feinster Handarbeit designt und auf das Flugzeug gebracht. Ja, also JMB Aircraft, was mir aufgefallen ist, sehr lange etabliert am Markt. Das stimmt, Und die Performance ist schon herausragend, ne? Also wie ist die Geschwindigkeiten? Tatsächlich schaffen wir mit dem Einziehfahrwerk eine Reisegeschwindigkeit bei ca. 70-75% Leistung von 260 km/h. Der Reise und bis zu 305, das ist unsere VNE letzten Endes. Aber wir versuchen natürlich auch da jetzt in der Zukunft noch mehr zu bringen und bauen jetzt auch langsam die Turbomotoren ein. Aktuell ist es der 912er Rotax, Vergasermotor. Ja, aber ansonsten ist sie sehr, sehr ruhig, sehr, sehr leise, sehr stabil liegt sie in der Luft und macht auch Turbulenzen bis 230 km/h, machen der Guten nichts aus. Super. Lisa, ich freue mich ganz toll. Wir freuen uns auch sehr. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns auch auf alle Besucher. Dankeschön.